Willkommen zurück, Investoros. Willkommen zurück in den Flusslanden bzw. an den Grenzen zu den Kingslands, also den Kronlanden, wo wir Haus Rauger gerade begleiten auf dem Weg nach King's Landing. Sie haben beim letzten Mal noch einige Szenen am Gasthaus am Kreuzweg gehabt und jetzt sind sie so. Habe ich das letzte Mal noch in Erinnerung, verbessert mich, nach den Unterhaltungen, nach einigen Erledigungen, Käufen, Zusagen für Training und nochmal durchgehen von einigen Mitarbeitern bzw. den Leistungen von jenen, auf dem Weg weiter nach King's Landing über den Kreuzweg. Zumindest ist das mein letzter Stand. Es ist früh morgens und wir sind aufgebrochen. Ganz genau. Andere waren schon aufgebrochen und andere werden noch aufbrechen. Genau. Es ist ja ein Turnier unter anderem in der Weite, wo so mancher Lord, so mancher Ritter mit und ohne Namen, mit und ohne Land, sich einen Namen versucht zu schneiden bzw. zu schlagen oder zu stechen. Und die Straßen auch über die King's Road sind nicht so wirklich leer. Euer Tross, begleitet von kampferfahrenen Männern auf den Pritschen, gut ausgeruht, jetzt auch von der nochmal Nacht bei der Taverne oder beim Gasthaus, beziehen ihre Posten. Sir Answin, ihr könntet nochmal eine kurze Probe auf Kriegskunst bzw. Befehligen machen, um etwaige Kurzbefehle nochmal zu geben, um die Aufmerksamkeit der Männer zu schärfen und zu steigern. Das wäre ja Kriegsführung und Befehligen. Ach du Heiliger. 23. Zackige, klare Aussagen, Befehle werden ausgetauscht. Die Männer machen sich sofort daran, diesen nachzugehen, nehmen ihre Posten ein und sind aufmerksam. Junge Ludmilla, was machst du an diesem Morgen? Ist es schon morgen? Ja, es ist schon morgen. Ja, das Problem ist, dass ich mit Anni noch bis spät in die Nacht gequatscht und getuschelt habe, bis irgendwer mir gemeint hat, jetzt ist aber wirklich Schluss. Und dementsprechend kriege ich die Augen kaum auf, sitze wahrscheinlich in der Kutsche und versuche den Vorhang so zuzuziehen, dass ich vielleicht noch ein bisschen die Augen ausruhen kann, bevor der Tag für mich dann ganz anbricht. Ja, Anni tut es dir recht gleich, bloß dass sie da scheinbar etwas geschulter ist, im Sitzen zu schlafen, mit offenem Mund, den Kopf so weit nach hinten überstreckt, dass Kinn und Hals eine gerade Linie bilden, schnarchend. Das gibt Nackenschmerzen. Das wahrscheinlich. Vielleicht kann man sich ja so aneinander lehnen oder so. Vielleicht geht das. Mal gucken. Meister Marvin, ihr werdet mit in der Kutsche sitzen und seht dieses Trauerspiel morgendlicher Müdigkeit. Oder auch nicht. Der schläft auch. Die Hände so auf der Brust zusammengefaltet, noch die Augen eingesunken. Im Bad. Vielleicht musst du dich auch entmuten, dann hören wir dich. Ah, die Technik. Entschuldigung, genau daran hing's. ich wollte nur sagen, so in der frischen Morgenkühle fände ich es eigentlich angenehmer, gerade auf dem eigenen Pferd unterwegs zu sein, aber wenn das jetzt besser in die Szenerie passt, bin ich auch in der Kutsche. Du kannst... wir können auch sagen, dass du kurz reingeguckt hast und eben gesehen die Szene siehst, nachdem du dann aufs Pferd steigst. Also, das überlasse ich ganz dir. So weit greife ich nicht vor. Okay, dann machen wir das so und ich gönne den beiden ihren Schlaf. die haben sicher viel zu erzählen gehabt. Die Tofe war ja nicht mit bei dem Lager von dem anderen Haus. Eben. Die war nicht mit dabei. Die ist ja beim
bei der Kutsche und beim Gasthaus geblieben. William, was machst du auch in diesem frühen Morgen? Mich darüber ärgern, dass es noch kein Popcorn gibt, damit ich den beiden mit offenem Mund nach hinten gesunden Schlafenden versuche, den Mund zu treffen während der holprigen Fahrt. Erdnüsse. Nee, meine Beine sind lang genug, danke. Oh Mann. Nee, ich sitze tatsächlich auch ein wenig dösend in der Bahn, der Kutsche, weil draußen auf dem Pferd durch die Gegend reiten ist jetzt nicht unbedingt meine präferierte Fortbewegungsmethode. Und da ich ja auch eher so ein Nachtmensch bin, bin ich jetzt auch noch nicht so ultra fit, nur schon ein bisschen gewöhnter an die Durchschnittsmüdigkeit als die anderen beiden. Deswegen nutze ich, dass Mulvin gerade nicht zum Meckern da ist und mache die Augen auch so auf Halbmast. Gut. Sir Sven und Meister Mulvin, ihr seid außerhalb der Kutsche, die anderen innerhalb der Kutsche. Das sieht auch Mulvin noch mal ganz kurz. Dann sieht er wohl eben da auch so ein bisschen dösend drin sitzen. Die Sonne kommt gerade so über die Hügel hinweg, taucht die ersten Blätter in Licht. Also es ist wirklich sehr, sehr früh. Aber da habt ihr auch etwas länger was vom Tag und könnt auch weitaus mehr Meilen noch wieder zurücklegen. Und setzt euch dann in Bewegung. Vor euch seht ihr in einer Entfernung von 25, 50 Metern einen kleinen Tross von vereinzelten Rittern, allesamt zu Pferde, die allerdings relativ schnell Distanz zwischen euch aufbauen. Eine Kutsche, beziehungsweise auch mit den Karren dann dazwischen, die da, hinter beziehungsweise davor fahren, kommt ihr nicht auf die Geschwindigkeit, um mit so einem Tross von jungen Rittern mithalten zu können in dem Moment. Ja, vor allem mit der Infanterie, die wir dabei haben. Die hin und wieder mal von den Kutschen runtersteigt und dann auch mal im Wechsel daneben hergeht, genau. Im Innern werdet ihr ein bisschen durchgeschüttelt. Möchte mal von dir, Ludmilla, und von dir, William, einen Wurf haben auf Ausdauer, Widerstandskraft. Da ja beide etwas, beziehungsweise William ist mehr der Nachtmensch und Ludmilla gewöhnt sich das gerade an. Reizziehen. Das ist gut. Im Sitzen schlafen kann ich. Kernkompetenz eines jungen Menschen. William, das habe ich jetzt nicht verstanden. 18. Okay. Okay, ich habe noch viel zu lernen. Ja, ihr macht gut Meilen zwischen dem Kreuzweg, Gasthaus und eurem Ziel. Und erreicht im Laufe des späteren Nachmittages einen Teil des Königswalds, der überall die Region umgibt. Haben wir nicht was Freieres? Müssen wir wirklich am Wald übernachten? Ja. Also, ihr habt ja noch ein bisschen. So freie Fläche, weite Sicht wäre mir eigentlich lieber, als irgendwo an einem Wald ranzugehen. Kann ich verstehen. Immer fürs Verständnis, wir haben hier oben ist ja die Kreuzweg und ihr wandert jetzt gerade so Richtung dem großen See und dem God's Eye und Harrenhall. Und gegen späten Nachmittag könnt ihr sogar von der Straße aus einen Weg abfinden bzw. sehen und dahinter eine gewaltige, große, schwarze Burg, die mit drei dominanten Bergfrieden, einem riesigen Konstrukt aus Mauern und Wehrtürmen gebaut ist, die allerdings, wenn ihr genau hinschaut, etwas gespenstisch wirkt, so als wäre sie teilweise aus Kerzen gebaut worden, die schon runtergebrannt sind. Hm. Ah, die hatten auch ein bisschen Hitze dort. Ja. Die hatten genau das gleiche, was wir hier gerade in Real haben.
Ah, eine Klimakatastrophe. Gar nicht mal Drachen. Ah. Wenn du willst. Ach, das ist nur das Synonym für Klimakrise. Ja, genau. Drachen ist das Synonym für Klimakrise. Uha. Ja, das ist Harrenhall, das man dort erkennen kann. Erbaut vom schwarzen Harren, einem Mann von den Eiseninseln, der einige Zeit lang auch die Flusslande beherrschte. Eigentlich nur relativ kurz, oder habe ich was falsch in Erinnerung? Für ihn war das ewig. Für die Flusslande klein, gar nicht so von Bedeutung. Ja, okay. Aber für ihn war der schwarze Harren war eine Dynastie. Eine Ein-Mann-Dynastie. Genau. Schlussendlich wurde Harrens Linie ausgelöscht durch Aegon Targaryen und seine Drachen, die besagte Burg, die er sich da errichtet hatte, ja, niedergebrannt haben. Und heute heißt es, Harrenhall sei ein verfluchter Ort. Ihr könnt... Ziehen wir ja mal munter weiter. Ja, und weiter geht's. Sightseeing. Am Wegesrand könnt ihr Bauern sehen und hin und wieder einige Freischaffende, die über die Straßen wandern. Viele sind in Richtung King's Landing und die Weite unterwegs, überholen euren Tross ganz oft oder sind in einem gebührenden Abstand am Wandern, bis sie irgendwann entweder hinter euch zwischen den Büschen und den Bäumen oder vor euch auf den Weg irgendwann den Sichtkontakt zu euch verlieren. Der Wald oder der Königswald, der sich irgendwann vor euch zeigen wird, sind eher so vereinzelte, für dich, Sanswin, kleine Waldgruppen, zwischen denen dann Äcker liegen, aktuell noch. Der richtig große Königswald ist doch mindestens einige Tage entfernt. Kann man eine solche Waldgruppe sich nachts, bevor man da ein Lager macht, einmal anschauen und sicher gehen, dass dann sich keiner drin rumtreibt? Ja. Das ist auf jeden Fall möglich. Wenn ihr dann in so einer Nähe seid, dann könntest du deine Männer ausschicken und das einmal durchkämmen lassen. Okay, dann nehmen wir uns so eine Waldgruppe und lehnen uns an die an. Gut. Macht ihr, Meister Mervyn, auch noch eure Unterrichtseinheiten mit William und mit Ludmilla? Ich guck mal wenn die am Vormittag es hingekriegt haben, in der Kutsche etwas Schlaf nachzuholen, würde ich dann entweder bei der Mittagsrast oder vielleicht beim nachmittäglichen Weiterfahren mich in die Kutsche dazusetzen, wenn es denn nach dem, wie es den beiden geht, Sinn macht. Ich muss sie nicht mit Unterricht quälen, wenn sie gar nicht in der Lage sind zu folgen. Gerade dann, damit sie es bereuen. So richtig, die beste Zeit zum Lernen, stellst du schnell fest, ist nach dem Mittag im Nachmittagszeitfenster. Dann sind sie nämlich auch ausgeschlafen. Das gilt jetzt für den Tag, das, meinst du? Oder allgemein so für die Zeit. Das soll für die ganze Reise gelten. Das ist so etwas, was du während der Reise feststellst, dass mit Ludmilla und William kann man nichts anfangen, wenn man die nicht ausschlafen lässt. Ja, Moment, das war gestern, war ein ereignisreicher Abend. An Abenden, wo sie früher ins Bett kommen, da würde ich schon den nächsten Vormittag zumindest mal so stundenweise nutzen wollen. Okay. Weil, das hat schon seinen Sinn, dass Unterricht in der Regel vormittags stattfindet. Die meisten Leute sind da aufnahmefähiger, auch wenn es einem subjektiv nicht so vorkommt. Ich glaube, da würden viele was anderes behaupten. Wenn alles schläft und einer spricht, nennt man das den Unterricht. Auch schön. Gut. Aber du führst deine Unterrichtseinheit auf den Weg fort, jetzt für den einen Tag gesondert, ja, natürlich, aber im Allgemeinen auf jeden Fall. Gut. Das Bild eurer Reise wird sich über die nächsten 3 Tage nicht wirklich verändern. Vorbei an einigen Äckern mit blühendem oder langsam wachsendem Getreide, Rüben und Kohl kommt ihr immer mal wieder an kleineren Waldgruppen vorbei. Und Sir Answin, ihr merkt in diesen Tagen auch, dass diese Waldgruppen nach und nach immer größer werden. Das freie Gelände meine bevorzugte Lagerort sein. Mhm. Nach weiteren 2 Tagen eurer Reise seid ihr irgendwann wirklich umgeben von einem etwas größeren Waldstück, durch den sich die Königsstraße
breit durchzieht, gut sichtbar und bearbeitet, mit kleinen Wegsteinen auch, immer mal wieder mit so klein eingeritzten oder sogar mit Messing eingearbeiteten Pfeilen nach King's Landing zeigen. Ab hier möchte ich gerne Vorhut haben. Die Vorhut bestehend aus vier Männern, die du dann vorschickst? Fünf. Gut. Die fünf Männer machen sich dann auf den Weg und kundschaften die Wege vor euch aus. Es ist auch wieder so Mittag, Anfang von Nachmittag. William, willst du immer die ganze Zeit in der Kutsche sitzen? Nee, ich hatte ja gesagt, dass wir so, also dass ich ja auch tatsächlich bemühe, auch ein bisschen Präsenz an der frischen Luft zu zeigen. Deswegen würde ich schon auch mal reiten. Aber eher so im nicht täglich und vor allen Dingen nicht den kompletten Tag über, sondern vielleicht mal so eine Stunde, wenn man schon so lange in der Kutsche gesessen hat und jetzt mal so gerne mal so eine Abwechslung für den Hintern haben möchte. Gut. So eher in dem Stil. Gerade jetzt, fünf Männer sind vorausgeeilt, bist du zu Pferde. Die Kutsche, die Vorhänge, die Kutsche von innen vor der Sonne schützen, sind aufgezogen, sodass ein frischer Wind durchgeht und man auch etwas von der Natur sehen kann. Meister Molvin, seid ihr jetzt in der Kutsche und versucht etwas Ludmilla beizubringen oder bist du jetzt gerade auch zu Pferde? Wenn es bei Ludmilla ein geeigneter Zeitrahmen ist, dann werde ich auch zwischendurch mal eine Stunde in der Kutsche sein und irgendwas unterrichten, was wo ich die Hoffnung habe, dass William das wirklich von früher vielleicht noch wissen könnte. Also was ich dann nur Ludmilla. Also wenn du etwas lauter sprichst hin und wieder, wird sich wahrscheinlich William an so manches Wort davon wieder erinnern. Das, was er auch mal irgendwann irgendwie von dir gelernt hat. Du stellst fest, dass die Kammerzofe Anni eine sehr begeisterte Zuhörerin ist und sich vieles von dem, was du erzählst, merkt. Und sogar das ein oder andere Mal wahrscheinlich auch Fragen stellt. Zu bestimmten Gegebenheiten. Da kriegt sie vernünftige Antworten drauf. Mir wäre es lieber, wenn Ludmilla die Fragen stellt, aber Hauptsache, sie werden gestellt. Und zumindest ist es vielleicht für Ludmilla auch motivierend, wenn sie mitkriegt, dass das Gleichaltrige das zu schätzen wissen können. Nehmt euch ein Beispiel an Anni. Ludmilla, selbst eure Kammerzofe ist wissbegieriger als ihr. Ich strecke ihr die Zunge raus, zu ihr gewandt die Zunge raus und so die Richtung Verräterin. Aber das ist spannend, sagt sie dann und nimmt mit den Zeigefingern und tippt sie aufeinander. Und ich habe eine Frage an Meister Marvin. Ja? Warum seid ihr eigentlich kein Ritter geworden? Hättet ihr nicht die Möglichkeit dazu gehabt? Ich meine, ihr müsst ja vor so 100 Jahren oder so auch mal jung gewesen sein. war ich, aber ich war kein Erstgeborener. Ich hätte also wäre nicht der Lord des kleinen Hauses, aus dem ich stamme, aus Lerkmond, geworden, sondern ich hätte halt nur wie der Bruder unseres Lords als Ritter im Haus bleiben können. Aber ich war schon in jungen Jahren nicht so der Geschickteste im Waffenhandwerk und war dann sehr froh darum, dass mir Astris Vater vorgeschlagen hat, stattdessen an die Zitadelle zu gehen. Das käme meinen Begabungen mehr entgegen. Und ich muss sagen, er hat damit recht gehabt.
Also sind eure Begabungen, dass ihr euch viel merken könnt. Ja. Also können sich Lords nicht viel merken, deswegen brauchen sie Maester, zeigt dann rüber zu Ludmilla, damit sich auch Lords was merken können. Nein, nein, wir brauchen Maester, damit wir uns nicht alles merken müssen. Ach so. Nur das Wichtigste. Ja, genau. Die Wortwahl ist etwas ungewöhnlich, aber ihr habt es euch eigentlich ganz gut zusammengereimt. Gibt es auch Lords, die nicht lesen können? Ich habe immer gedacht, die müssen lesen lernen. Nicht jedes Haus kann sich einen Meister leisten. Und wenn auch kein Septon in der Nähe ist, wenn die Eltern des Lords, wenn keiner von den beiden selber lesen kann, dann wäre es auch denkbar, dass der eine oder andere Lord mindestens von kleineren Häusern auch mal wirklich nicht lesen kann. Man sagt, dass die Dichte dieser Häuser im Norden etwas höher ist als im Süden. Und böse Zungen würden behaupten, das könnte vielleicht daran liegen, dass die Verwandtschaftsverhältnisse zwischen Vater und Mutter des Kindes doch etwas näher als gewöhnlich sind. Anni guckt fragend aus der Kutsche. Was heißt das denn? Molvin, ist das nicht eure Aufgabe? Ich dachte, wo ihr das Thema angeschnitten habt, wollt ihr das selber fortführen. Während, einmal ganz kurz, während ihr gerade diese Unterhaltung habt, darf Ludmilla und auch Answin auf Wahrnehmung Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Wir finden es ja Answin, da ihr zu Pferd seid, aufmerksam seid, bekommt ihr einen Bonuswürfel obendrauf. Da ihr auch eurer Arbeit nachgeht. Und Ludmilla ist abgelenkt durch Unterhaltung über Verwandtschaftsverhältnisse. 16. Kriegt mein Cunning Rank auf die Base Awareness drauf für ein Awareness Test. Deswegen bin ich gerade am überlegen, das ist dann einfach plus und das, was ich in Geistes. Was ja, du dann drin hast, genau. 16 bei dir? Ja. Mhm. Ja. Das war ja nur ein Bonuswürfel, den ich rollen darf, aber nicht behalten darf, ne? Genau. Und dann kriege ich noch Cunning, das war Scharfsinn, also plus 4. 17. Euch beiden fällt auf zwei Dinge. Man kann Rauch riechen, aber man sieht ihn nicht, der irgendwo zwischen den Bäumen verhangen liegt. Und ihr nehmt einen sehr, sehr intensiven Geruch von Kupfer wahr. Als hätte man gerade ein. Genau, als hätte man ein Schwein ausgeweidet. Ach ja, wo ist meine Vorhut? Jetzt du dich umschaust, bereit, angespannt, wahrscheinlich auf das, was kommt, siehst du über von der Vorhut mit einem Mal, wie vier der fünf Männer den Halbweg wieder zurückeilen. Ein Mann scheinbar nicht dabei. Und dann siehst du, während sie gerade aus dieser Seitenbiegung herauskommen, für euch sich oder für dich sichtbar, dass ein weiterer zu Boden geht, nachdem ein scheinbarer Pfeil ihn in den Rücken trifft. Ach ja. Ein Hinterhalt! Verteidigungsposition einnehmen! Die Männer von die Kutsche, Wagen. Jawohl! Mach einen Wurf auf Kriegskunst befehligen. Die Männer sind schon bereit. Du kriegst einen weiteren Bonuswürfel drauf. Du hast sie gut angelernt die letzten Tage. Zwölf, 22, 30. Boah. Wie aus dem FF. Sie springen von den Kutschen herunter, nehmen Position ein, Schilde beiseite, Speere in der Hand. Also es Schilde, die werfen jetzt nicht die Schilde weg, die Schilde hoch, die Speere an der Seite, nehmen Verteidigungsstellung um die Kutsche ein. Und ja,
Vor euch seht ihr über den Weg die Männer zurück ein, die sofort Position mit einnehmen. Der letzte, den ihr noch hinten seht, der vierte, der zu Boden gegangen ist, wird dann auf einmal von einer Bande, wirklich, das sind so 8, 9 Leute, die auf einmal da den Weg unterkommen, mit so Dreschflegel draufgeschlagen wird. Und einer mit so einer Mistgabel noch raufhaut. Bogenschützen, Feuer frei. Gut. Die Bogenschützen schießen und ich möchte dann auch gerne, dass da Ludmilla und auch Molvin, zumindest glaube ich das, Zusatzcharaktere bekommen haben. Könnt ihr einmal eine Schießenskunstprobe mit diesen Charakteren machen, wenn ihr möchtet. Was machst du, William? Ich schaue ernst, also ich springe vom Pferd und würde mich in die Kutsche begeben. Mhm. Und dann die beiden jungen Frauen ansehen und auch ihren neuen Gürtelschmuck zeigen. Sollte irgendjemand bis hierher kommen, könnt ihr mal zeigen, ob ihr was gelernt habt, wie man die Dinger wirklich benutzt. Sehr wohl. Anni zittert wie Espenlaub, wo verkriecht sich so tief in der Kutsche, gerade unter den Sitzbänken, wenn möglich, wie es gerade geht. Ich hab's nicht mehr im Kopf, was der jetzt für Werte hat. 3 Sechsseiter. Mhm. Plus 2 fürs Schießen. Also 5. Mhm, 5. Die anderen Schützen schießen und einige der Bauern gehen dabei zu Boden. Oh, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Also ich habe für einen Soldaten... Bei 12. Ich habe für einen Soldaten des Hauses, für einen Schützen habe ich eine 13 gewürfelt. Einmal eine 12, einmal eine 13. 2 weitere der Bauern. Machen wir hier eine Strichliste. Das sind ja nur Bauern. Fallen. Unter den Anstürmen. 2 weitere durch die anderen Schützen sind von den 8, die ihr seht, jetzt schon die Hälfte wieder niedergemäht worden, nachdem sie von den Bogenschützen angeschossen wurden. Einige der Pfeile bleiben an Bäumen oder im Unterholz hängen und man sieht eine weitere größere Truppe dahinterherkommen. Und nun komplett wütend, als hätten sie Tollkirschen gefressen, kommen sie auf euch zugestürmt mit erhobenen Mistgabeln, Dreschflegeln, Männer und Frauen, vollkommen verwahrlost. Ja. Ausfall. Hm? Also gegen Charge. Ich will sie gar nicht so nah an den Wagen rankommen lassen, sondern nutze das Momentum und die Überraschung, die jetzt, nachdem ich ja eine Verteidigung aufgebaut habe, die sie meinen, ihnen ein Ziel gegeben habe, jetzt das Ziel spontan weiter nach vorne zu verlegen, dass sie ihre Bewegung sozusagen überschätzen und überrascht werden. Gut. Die Männer, du auf deinem Pferd oder steigst du ab? Ich steig ab. Du steigst ab. Das Pferd... Oder bin schon abgestiegen, weil ich werde garantiert kein erhöhtes Ziel für Bogenschützen bilden. Dachte ich mir. William ist auch runter. Die Männer sind soweit, die Pferde dann die Seil sind inzwischen ins Unterholz gerannt, beziehungsweise zurück. Und werden von 1, 2 Männern wieder eingefangen irgendwann. Und ihr macht einen Gegencharge. Insgesamt. Aber nicht mit der vollen Truppe, sondern nur mit der ungefähr halben Truppe, damit, falls sich irgendwo noch anders welche versteckt haben, nicht plötzlich von uns in die Seite fallen. Mhm. Ich würde in der Zeit gerne gucken, ob ich die Kutsche von innen barrikadieren kann oder irgendwie zubinden mit einem Stoff oder so, dass man die Tür von außen nicht öffnen kann. Sag mal, hoch oder tief? Hoch. In weiser Voraussicht ist an der Kutsche ein Hebel befestigt, den du beziehen kannst und dann fallen auch die Fensterläden mit einmal von nach innen gerichteten Holzplanken so runter, sodass die Dinger komplett dicht gehen. Also die Kutsche ist ja komplett jetzt aus Holz dicht. Ist natürlich jetzt nicht perfekt, aber... Und du kannst im Innern die Tür mit so einem Querriegel zuziehen. Du kannst auch bei jeder dieser Fensteröffnung nochmal so einen Riegel runterdrücken, sodass da keiner so einfach das Ding wieder aufdrücken kann. Perfekt. Der Gegencharge. So, dann... Willst du Befehligenprobe haben, oder?
Der Befehl von gerade reicht vollkommen aus. Die halbe Truppe, daran gewöhnt, gibt mit dir wahrscheinlich... Bist du mit in der Reihe oder stehst du dahinter? Ich laufe mit in der Reihe. Mhm. Stehen bereit und folgen deinen Befehlen. Und ich sind bin eine auch, Führungsfigur. Eben, ja. Die sind auch motiviert. Ja. So. Oh mein Gott, sie kommen aus den Büschen. Sie kommen von überall. Bauern. Wütende Bauern. Stinkend und ungewaschen. So. Haus. Rauga. Sir Answin gegen eine Armee Bauern im Alleingang. Okay, danke. Spaß gemacht. Gut. Die Wachen stürmen mit dir jetzt so gesehen da gerade gegen an. Der Rest ist hinten geblieben. Bei der Kutsche, die ist ein bisschen außerhalb dieser Karte gerade. Ja. Einfach nur, damit ihr euch jetzt eine Vorstellung habt, was da gerade passiert. Während die Verläde an der Kutsche zugemacht werden, merkt ihr auf einmal in der Kutsche, dass es so ein-, zweimal Tonk-Tonk macht, als ob da Pfeile ins Holz eingeschlagen werden. Dann halten wir uns nicht von den Wänden weg. Mhm. Gut. Euer Gegencharge hat bei den Bauern zu dem geführt, was du erreichen wolltest. Sie sind ein bisschen verwirrt, haben auch kurz einige angehalten, so gesehen ihren eigenen Ansturm damit beendet. Und ihr prescht da wie so ein Hammer auf den Amboss gerade rein und mäht damit einen Teil der Bauern gerade wieder. Macht mal bitte einen Angriffswurf für die gegen die Bauern. Um zu gucken, was da jetzt gerade passiert. Das sind zwei Sechsen, eine 5 und eine 4. Also eine 21. Zwei Sechsen? Ui. Sehr ernst, wenn ihr seid ein grausamer Kämpfer. Beziehungsweise, drei Sechsen. Moment, ich muss korrigieren. Ein Würfel stand auf Kippe. Damit sind es drei Sechsen und eine 5, also 23. Drei Sechsen. Gut. Der Bauer, auf den du triffst, wird von dir kritisch getroffen mit drei Sechsen. Und du hackst ihm das Bein ab. Aber ich gehe weiter. Er wird innerhalb der nächsten Minuten aufhören zu schreien. In der nächsten Minute wahrscheinlich schon. Mach mir nicht die Mühe, irgendjemanden, nachdem ich ihn schwer verletzt habe, also so schlagen, weitergehen. Gut. Also so wirklich mähend durch die Reihen durchgehen und nicht versuchen, mich von einem aufhalten zu lassen, sondern erstmal so viel Schaden auf die Menge, so viel Leuten wie möglich zu verteilen. Gut. Was haben denn Morwin und Miller gewürfelt? Um zu gucken, was da passiert. Och, oh. Auch wieder für Sechsen. Das sind Männer, die sehen deine Motivation und denken sich, ja, die Beine, die brauchen sie doch nicht mehr. Also so muss man abziehen, dann sind es 22. Mhm. Für einen Bogenschützen. Der nächste Typ erschossen. Und ist im hinteren Teil. Morwin, was hattest du? Das habe ich gerade, das war zeitgleich. Dann sieht man das nicht bei dem Olbär. Ich habe eine 16, also ich gehe davon aus, dass ich nur drei Würfel werten kann. Ja, genau. Wenn man nur drei Würfel werten kann, frage ich mich, wie man auf 22 kommt. Ich habe hier einen Bogenschützen, der Schießkunst 4 und Bögen auf 2. Genau, ich hatte mal diese NSC-Bögen am Anfang zur Verfügung gestellt, dass wenn es mal zu so einer Situation kommt, wo man keinen kämpferischen Charakter spielt, auch trotzdem mitkämpfen kann mit einer Figur, die dann eine Wache ist.
Oder eine Leibgarde. Wenn du den Bolbier auf die 22 von Molwin klickst oder auf Molwin selbst im Würfeltrace klickst, kannst du den Wurf angucken, den er hat. Ah, okay. So 2 Fünfen und eine 6. Mhm. William, was machst du? Aber der auf jeden Fall, das, was Molwin, ein weiterer Soldat, hackt einen der Bauern nieder und die anderen werden jetzt auch gerade gut zurückgehalten, während so Dreschflegel auf Schilde und ähnliches schlagen, Mistgabeln gegen Rüstung prallen. Ich bleib bei den beiden jungen Damen in der Kutsche und werfe ihnen nochmal ein, was wir bisher über das Thema der Gebrauch von Dolchen kurz klingen gelernt haben, nämlich wenn man sie in jemanden reinsteckt, dann sollte man das Handgelenk auf jeden Fall einmal drehen, bevor man sie wieder rauszieht, und man sollte sie immer gut festhalten, und der Griff ist die sichere Seite, die man zu sich hält, und die spitze, scharfe Seite ist die, die den Gegner gehört. Mhm. Alles klar, kriegen wir hin. Gut. So. Mal, Answin, würfel mal hoch oder tief für mich. Ich, 6. Also hoch. Okay. Es stürmen jetzt auch aus dem Wald zu eurer Linken weitere Männer herunter, die allerdings jetzt eher aussehen wie Waldarbeiter und Förster. Es ist so, als ob hier scheinbar eine ganze, wie würde man es nennen, ganze Siedlung sich auf einmal zur Revolte erhoben hätte. Okay. Die dort herunterstürmen und immer mal wieder jetzt Pfeile auch in die Richtung von euch schießen. Teile ich jetzt nochmal meine Gruppe. Mhm. 4 nach oben. In den Wald. Ich gehe mit den restlichen in einem sehr massiven Druck nach vorne vor. Mhm. Okay. Die Männer zum einen Teil sofort den Befehl ausführend, allen die Wälder, und man hört dort das erste Schlagen von Metall aufeinander. Und an der Kutsche bekommt ihr immer mal wieder das Einschlagen von Pfeilen zu hören. Und auch dort scheinbar um die Kutsche herum scheinen ein, zwei der Bauern an die Wachen herangekommen zu sein. Allerdings kommen sie nicht an den Wachen aktuell vorbei. Beziehungsweise ihr hört das Aufstöhnen von Männern, Aufschreie und das Schlagen von Metall auf Metall. Nur wieder auch ein etwas schmatzenderes Geräusch. Gut, Sir Answin, mach nochmal eine Angriffsprobe, genauso wie Ludmilla und Molwin. Mhm. 17. Mhm. Eine 6, falls du das brauchst, aber. Mhm. Ein weiterer Bauer. 14. Fällt. Ein weiterer Bauer wird von einer der Wachen. Ein Pfeil schießt an den anderen vorbei und auch dort wird ein Bauer gefehlt. Gut. Dann darf jetzt einmal William. Ja. Hoch oder tief? Hoch. Okay. Da endet also euer Glück. Den Weg herunterpreschend, nachdem ein kurzer Aufschrei kam mit Platz aus der Waldlichtung. Unter dem Tumult, einige der Bauern bekommen das nicht sofort mit, stürmt ein Mann in zerschlissener Rüstung auf einem Pferd mit Schabracke und einer Kriegslanze darauf auf einmal den Weg hinunter. Höchstwahrscheinlich ein Heckenritter, so wie er verwahrlost, wie er aussieht. Und stürmt den Weg entlang
Und das erste, worauf er trifft, wird wahrscheinlich jetzt gleich von der Kriegslanze getroffen. Du weißt schon, was gleich wieder passiert. Die Situation hatten wir schon mal, dass jemand versucht hat, Ansven anzureiten, ne? Vielleicht ist das die Prüfung des Kriegers für dich. Das endete damit, dass das Pferd, nachdem ich schlagen werde, weil den Ritter werde ich da oben nicht treffen, die Beine verlieren wird. Ja. Magst du ja auch keine Tiere? Doch, ich mag schon, aber da muss ich leider der Effektivität nachgeben, weil ansonsten haben wir wenig Chance gegen den. Der zersprengt mir sonst die Reihen. Na gut. Eine Klappe geht auf. Mögt ihr keine Tiere? So, das heißt, wir machen ihm ein wenig Platz, gehen uns ein bisschen am Waldland zurück und dann kriegt er einen Passierschlag, wenn er vorbeireitet. Gut. Er versucht dich natürlich auch zu treffen. Deswegen bin ich ja neben dem Baum, um etwas noch zusätzliche Deckung zu bekommen. Ich weiche aktiv aus. Du weichst aktiv aus. Okay, dann kannst du mal Gewandtheit plus Ausweichen und das ist dann der neue Wert als Kampfverteidigung in dem Fall. Oh, tut mir leid. Oh, wow. Tut mir leid, es ist eine 21. Himmel. Sir Answin trainiert, hört das Schlagen von Hufen und springt wie ein Hecht davon. Ja, der Mann prischt an dir vorbei. Mit dem Pferd. Weiter in Richtung Kutsche. Im Hintergrund hörst du jetzt auch einen deiner Männer schreien, wie er zu Boden geht, nachdem er einen Pfeil in den Hals kriegt. Du darfst allerdings, wenn du möchtest, jetzt versuchen, das Pferd im Vorbeireiten zu treffen. Warte, da muss ich erst noch Würfel dazu packen. Eins. Sieben. Ja, das ist die 12, die 22 mit zwei Sechsen. 22 mit zwei Sechsen. Ja. Dann triffst du das Pferd, das höllenmäßig aufschreit. Und der Mann darf versuchen abzuspringen. Dass ich mich hier die Sachen fest. Beritten für Angriff, getötete Rosse. Ja, nur Ungarn fängt gegen die 12, um vom Pferd abzuspringen. Gut, der Mann ungefähr jetzt auf dieser Höhe, das Pferd stolpert da vorne, das Bein knickt weg, das andere Bein bricht unter dem da vorne fallenden Gewicht gegen das Gelenk. Das Tier schreit nur noch auf und der Mann schafft es, gerade so noch vom Pferd abzuspringen und steht, die Lanze noch wegschmeißend, jetzt da auf dem Weg. Wie gesagt, ein Topfhelm auf dem Kopf, ein zerschlissener Panzer, auf dem man weiß und rot irgendeine Art Karo-Muster erkennen kann, zieht er dann sein Schwert. Ich will ihm nicht viel Zeit geben, sich zu orientieren. Gut, dann Gewandtheit, Schnelligkeit gegen ihn und dann schauen wir mal, ob du schnell genug warst. Ich habe eine 17. Ich habe nur eine 15. Weil er ja noch das Schwert ziehen muss und sich eigentlich noch orientieren müsste. Würdest du einen Schicksalspunkt tappen, um die Situation so hinzudrehen? Ja, tue ich. Gut. Das Schwert halb gezogen, bist du schneller als er und darfst deinen ersten Schlag ausführen. Oh, da bin ich ja gnädig. Das ist ja nur eine 17. Ja. Das ist wirklich gnädig. Eine 6 dabei, hattest du nicht, ist kein kritischer Treffer. Aber sind zwei Erfolgsgrade. Weil er ja eine schwere Rüstung trägt. Genau. 12, 17. Das heißt, der Schaden mal 3. Was machst du? 12 Punkte. An. Du meine Güte. Schaden wird reduziert durch die Rüstung um 8. Das heißt, er kriegt 4 Punkte Schaden. Die nimmt er erstmal hin. Der Schlag trifft
Zieht das Schwert zu Ende und hörst eine fast schon jugendliche Stimme unter dem Helm. Wir müssen nicht kämpfen, alter Mann. Gebt uns nur euer Geld. Das Alt stirbst du. Oh, sehr ernst, ein bisschen salty gerade. Was habt ihr gesagt? Wie bin ich alt? Gut. Bevor da der Angriff kommt, bitte einmal von den anderen nochmal wieder einen Angriffshof, um zu gucken, ob die Reihen sich da hinten lichten. Durch Bogenschützen, Nahkampf. Ja, Ludmilla würfelt gut. Ja. Demnächst wird Ludmilla Bogenschießen üben. 21. Ich hätte eine 17. Ich habe festgestellt, ich habe bis jetzt die ganze Zeit einen Würfel zu wenig gehabt, weil ich hatte das falsche in Erinnerung und habe die falsche Erinnerung hier bestätigt bekommen, bevor ich jetzt nachgeguckt habe. Die hatten alle, glaube ich, 4 als Grundwert. Ja, ausgebildete Gelder müssen alle 4. Ich hatte 3 in Erinnerung. Ja, ich habe auch 3 bestätigt, von daher. Bis jetzt hast du aber auch gut gewürfelt. Ein weiterer Mann fällt unter den Angriffen der Wachen. Die Kutsche ist weiterhin gesichert, ein weiterer Bogenschütze ist gestorben. Die haben halt nur in ihren Spezialgebieten 3. Also der Bogenschütze hat zum Beispiel in Klingenwaffen halt auch nur eine 3. Also vielleicht hast du einfach einen nicht spezialisierten Kraterwisch gehabt. Gut. Er sieht, beziehungsweise ja, der Ritter merkt, dass du dich scheinbar nicht ergeben wirst. Ach, wirklich? Ja. Und greift dich dann mit Langklingen an. Und das ist eine 15. Ja, trifft. Wie hoch ist deine Kampfverteidigung aktuell? 9. 9. Dann habe ich einen Erfolgsgrad. Dann sind das 8 Punkte Schaden. Was greift der an? Mit einem Langschwert. Wieso ein Erfolgsgrad? Du müsstest dann noch bei 18 erst den ersten Erfolgsgrad haben, oder nicht? Das andere ist nur getroffen. Ja, genau. Also wenn ich den Wert erreiche, treffe ich. Okay. Und bei 5 über dem Wert, du hast eine Verteidigung von 8, hast du gesagt. Okay. Ja, ich nehme die 2 Punkte Schaden, nehme ich. Okay. Aber immer Differenz von 5 Punkten ab dem Treffer, so gesehen. Ja, okay. Darf ich jetzt aber zurückschlagen? Dann darfst du jetzt natürlich auch zurückhauen. Oh, das ist die 21 mit einer 6. Himmel, Arsch und Zwirn. Ja. Leg dich mit. Wie viele 6? Mit einer 6? Leg dich mit an, Zwirn. Schaden der Waffe plus 2. Sind dann 6. Und in dem Fall sind das 1, 2, 3 Erfolgsgrade. Fast 3 Erfolgsgrade. Ein Punkt mehr, da hättest du 3. Aber es sind 2 Erfolgsgrade. Also Schaden 2. mal 3. Schaden mal 3, 18. Ja, der Mann nimmt eine Wunde hin. Bedeutet nochmal, dass er jetzt einen Würfel weniger hat. Und du hast ihm jetzt eine furchtbare, entstellende Narbe geschlagen schon. Und er ist jetzt schon effektiver. Im Hintergrund. Ja, vielleicht sagt er, es ist ja nur ein Kratzer, einigen wir uns auf Unentschieden. An mir kommt niemand vorbei. Gut, die anderen nochmal im Hintergrund, weil der Kampf natürlich dort auch weitergeht. Oh, Molvin ist auch gut dabei heute. 3 Sechsen. Wir mag uns heute. Ich war gerade abgehackt. Soll ich nochmal würfeln für den Bogenschützen? Ja, bitte. Ich kam auf eine 18. Weiterer Bogenschütze erlegt einen der Männer im Wald. Ein Bauer bei einem Ansturm versucht mit einer Mistgabel, wird von den Wachen einfach umgangen und dann wird ihm die Kehle aufgeschnitten. Die Männer und Bauern ihr habt den Moralwert erreicht. Die Bauern rennen weg.
Flieht! Hier kriegen wir nichts! Rennen Sie! Ja, wir setzen nicht nach. Ah, okay. Das ist ja nett. Ja. Die Männer rennen halt jetzt davon. Der Ritter selbst sieht das in dem Moment. Schild noch erhoben, das Schwert zu seinen Rechten. Man sieht, wie so am Handschuh der rechten Hand Blut runtertropft. Und in dem Moment schmeißt er dir das Schwert vor die Füße. Ich habe kein Interesse zu sterben. Gut. Dann nehmt den Helm an. Fesseln anlegen. Draußen. Seid unser Gast bis Kings Landing. Ja, Gast. Molvin, versorgt ihn bitte und auch die anderen Verletzten. Von euren Männern haben es so 2, 3 mit Schrammen. Einer hat einmal einen Dreschflegel übel an den Kopf bekommen, eine Platzwunde hat sich da gebildet. Und als der Ritter den Helm abnimmt, siehst du eine 17-jährige junge Frau mit feuerrotem Haar, dick zu einem Zopf geflochten, die den Helm vor sich auf den Boden legt. Ich, wie ist euer Name? Ilia. Statten Zeranswin. Wer ist euer Lehnsherr oder war euer Lehnsherr? Wir... Sie schaut sich um, kommen nicht von hier. Wir sind aus der Weite geflohen und haben gehofft, dass wir im Königswald etwas Geld machen können. Ah. Hey, ihr seid mein Gast, bis wir die nächste Gerichtsbarkeit erreichen werden. Molven ist gerufen worden und fragt, eine wichtige Gefangene oder die eigenen Soldaten zuerst? Da sie wahrscheinlich schwerer verletzt ist als alle anderen, erst sie soll sich zumindest noch die Chance haben, zu rechtfertigen oder zur Mauer zu gehen. Wäre meines Wissens die erste Frau an der Mauer. Ja. Eine interessante Entwicklung. Wenn du das so sagst und so deine Männer anguckst, verrümpft sie so die Nase. Das bedeutet für mich den Tod. Dann könnt ihr mir auch gleich den Kopf abhacken. Aber nicht in der Position, Gericht hier zu halten. Mhm. Du schaust sie dir einmal an, Molvin. Ja, willst du erst einen Würfel auf dir, einen Wurf auf Diagnose haben, oder? Nein. Wir gehen sicher, dass sie entwaffnet ist. Sie komplett. Ist entwaffnet, komplett. Sie hatte noch ein Stilett am Gürtel und den Schild hat sie auch abgenommen. Die Handschuhe waren gepanzert, die hat sie auch ausgezogen. Den sieht man auch, wenn du den Arm dann öffnest, dass so im Ellbogenbereich ein tiefer Schnitt bis aufs Muskelgewebe gemacht wurde. Da hat Sjansvin fast schon präzise wie ein Skalpell getroffen. Ein Diagnosewurf ist allerdings nicht nötig, so kompliziert ist die Verletzung da nicht, da reicht ein Heilkundewurf. Ich gehe mal davon aus, inklusive Verletzungen, und käme auf 20. Hm. Ja. Ach, das muss genäht werden. Das geht schnell. Jo, extra würfeln, oder ist das hier bei dem Wurf auf Verletzungen mit drin? Das ist da mit drin. Das vernähst du einmal kurz. Die Männer im Anschluss, die dann von Diamant begutachtet werden. Der eine leichte Gehirnerschütterung durch den Dreschflegel, der andere ein unschöner Stich auf die Bauchgegend, allerdings zum Glück nicht zu tief, ist nur knapp durch die Rüstung gegangen mit der Mistgabel. Das kann auch ausgewaschen und genäht werden. Wenn ihr dann mit allen fertig seid, ich hätte da auch noch einen leichten Schnitt, einen Kratzer. Ja, natürlich gerne. Anni schaut dann auch so aus der Kutsche wahrscheinlich raus. Das ist ein Mädchen. Ja, ich hab's auch gesehen. Die ist so mutig. Wie bekommt das mit?
will er darauf reagieren. Sehr mutig. William steigt aus. Läuft zielgerichtet auf die Heckenritterin zu. Das Stilett in der Hand. Und geht dann an ihr vorbei, kniet sich neben das Pferd und erlöst es, weil es wahrscheinlich immer noch schreiend am Boden liegt und ihm das Gekreife stört. Ja. Dann stehst du neben Answin, der das gleiche ähnlich tut, bloß mit dem Schwert tun wollte. Beide, zwei Männer, ein Gedanke. Genau im Betrachten siehst du einen, wie alt mag sie sein? Vielleicht 19 höchstens, wahrscheinlich jünger. Ein Mädchen mit Sommersprossen, einer Stupsnase, leicht schiefen Zähnen, die ein bisschen zu groß für den Mund scheinbar sind. Und einen dicken, roten, haarigen Zopf am Kopf, der zusammen geknotet ist. Ich nehme mal an, das Wappen ist so unbedeutend, als dass ich es einordnen könnte. Du könntest einen Wurf machen auf Wissen, Bildung. Und wenn du wirklich schaffst, eine 20 zu knacken, dann könntest du wissen, wessen Heckenritter das war. Oder wessen Heckenritter-Ausrüstung das ist. Denn, und das stellt man sofort fest, auch ein geschulter Mann wie Answin wird sehen, ihr seid nicht ganz reingewachsen und die Gestalt war ein bisschen größer und breiter gebaut. Auch wenn sie sie schon gut angelegt hat, die Rüstung, oder ein Bauer die gut angelegt hat, aber sie ist halt nicht passend für sie. Jo, weglassen muss ich eine 2 und eine 3, das heißt, ich komme genau auf 19. Ah, tut mir leid. Aber du merkst so, das Symbol kennst du. Denn auf dem Schild selber siehst du jetzt auch ganz weich, leicht ausgeblichen, drei aufrechte Nägel, die so mit den Spitzen nach unten zeigen. Auf einem geteilten Schild zu linken rot, rechten weiß. Komplett zerschlissen, Holz schon teilweise gesplittert, Macken im Eisen. Das heißt, wenn sie uns einen Namen nennt, würde ich wahrscheinlich dann zumindest einordnen können, ob sie lügt oder ob der zu dem Wappen passt. Ich komme nicht von alleine drauf, aber erkennen könnte ich es, wenn wir eine Information kriegen. Genau. Dann frage ich mal, wo ich schon so das Gefühl habe, irgendwie nicht dran zu sein. Answin, habt ihr sie schon nach ihrem Haus gefragt? Nein, ich hatte, glaube ich, sie hatte mir bis jetzt nur ihren Vornamen genannt, den ich so halb nicht zugehört habe. Ach ja, Answin, der alte Sexist. ich war mit der Gesamtsituation beschäftigt. Ach so. Ihr seid ein tapferer Krieger. Oh nein, ihr seid ein Mädchen, geht weg. Nein, alles gut. Elia, sagte sie nochmal. Das war's ja. Und ich habe kein Haus, Meister. Betont sie Meister auch falsch. Wir kamen aus einem relativ verarmten Teil der Weite. Ich weiß nicht, ob ihr Haus Reisighall kennt. Der Name sagt dir sogar etwas bei deinem Bildungswert. Warte, irgendetwas mit die Besenkammer der Weite. Winzig klein, man kann nicht weiter schauen aufs Land, als wenn man von der Mauer pinkeln würde. Der letzte Herrscher dort hat es runtergewirtschaftet. Ich kann zuordnen, dass sie die Wahrheit sagt. Du kannst auf jeden Fall zuordnen, dass das, was sie da behauptet, zumindest der Wahrheit entspricht. Also zu dem Wappen passt, nebulös. Das, zu dem Wappen hat sie nichts gesagt. Sie hat nur gesagt, dass sie aus einer Region kommt mit diesen Bauern, auf die sie dann noch deutet, von einem Haus namens Reisighall. Da weißt du, Besenkammer der Weite, ziemlich runtergewirtschaftet vom letzten Lord, ein richtiges Drecksloch. Die Leute sollen da in der Weite verhungern und das ist schon Kunst. In der Weite zu verhungern. Ja, noch schwieriger als in den Flusslanden. Ja. Wenn wir denn dann da so weiter sind, gibt es irgendwann den Befehl, die Toten aufzusammeln, aufzubahren. Mhm.
Briten hier entsprechend, glaube ich, zu beerdigen, ne? Man würde sie begraben, ja. Tun wir das Ganze auch mal. Wenn sie das mitbekommt und so sieht, danke, Sir, dass sie wenigstens beerdigt und nicht einfach am Waldrand liegen lasst. Nun, Schicksal hat uns aufeinander getrieben. Seid ja auch nicht ganz schuldig an eurer, ganz allein schuld an eurer Situation. Irgendjemand hat ja eure Situation so herbeigeführt, dass ihr geflohen seid. Ihr habt vielleicht nur den falschen Weg gewählt. Man kümmert sich darum. Die Männer begraben die niedergestochenen und niedergeschlagenen Bauern dann am Wegesrand. Und ihr habt zwar keinen Septon dabei, aber einige der Männer kennen dann doch soweit noch Gebete bzw. kurze Sprüche, die man dann aufsagen kann, um die Seelen zur Ruhe zu betten. Dass sie nicht hinunterfahren in die sieben Höllen, wenn sie doch nur etwas zu essen haben wollten. Wenn ihr die Namen habt, dann können wir auch ein kleines Kreuz oder eine Platte dahin machen, dass die Namen dort stehen. Sie bei jedem. Ja, das wird sie dir auch sagen. Sie kannte jeden beim Namen, jedem der Männer und Frauen, die dort waren. Und sagt dann auch die Namen auf. Sie wird wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit da gefesselt sein, nachdem der Arm so weit vernäht wurde und von zwei Wachen flankiert, ne? Ja, das wird soweit erledigt. William hatte das Pferd abgestochen zum Schluss, bevor noch Huntsman das richtig geschafft hatte. Du siehst dir die ganze Szenerie kurz an. My Lord, möchtest du noch irgendetwas hinzutun? Gibt es bei uns Verluste? Keine Verluste, nur Angeschlagene. Was ist also, mit ja. Was ist mit meiner Vorhut? Wollte gerade sagen, schwerer verletzt. Wenn du dort wieder hingehst, wirst du sehen, dass der Mann, der zu Boden gegangen ist, mit dem Pfeil, den Pfeil einfach nur ins Gesäß gekriegt hat und sich nicht mehr bewegen konnte, weil er ungünstig gefallen war und dann da bewusstlos lag. Der andere, der auf der Straße lag, war auch bewusstlos, beziehungsweise den, wenn ihr ihn einsammelt, braucht wahrscheinlich ein paar Tage mehr Ruhe, denn die Mistgabel hat wirklich gut von der Seite die Rüstung durchstochen. Und er liegt da. Ja, dann sind das die Passagiere für die Kutsche für die nächste Zeit. Verletzten haben jetzt primär Kutschenrechte als Laufrechte. Ja. Das werden die Kameraden auch so mittragen. Ja, da stehen die auch voll hinter. Sie möchten ja nicht, dass einer von ihren Kollegen bzw. Kameraden jetzt stirbt. Koran, der die ganze Zeit bei der Kutsche war, hat das Ganze genau beobachtet. Und ist immer die ganze Zeit in der Nähe dort geblieben. Da siehst du auch, Huntsman, bei einem geschulten Blick, im kurzen Moment, dass er wahrscheinlich drei der Bauern, die versucht haben, die Kutsche zu erreichen, relativ schnell ausgeschaltet hat. Ja. Wenn zwischendurch Gelegenheit ist, frage ich die Gefangene mal, diese Bauern sind den ganzen Weg aus der Weite hierher gekommen, um hier Überfälle auszuführen? Ja, schaut sie dich verwirrt an. Man stiehlt nicht von seinen Nachbarn, haben wir uns gedacht. Dann gehen wir lieber dahin, wo wir keine Nachbarn haben. Außerdem gäbe es dort bei den Reises nichts zu stehlen und alle anderen Lords sind dort etwas speziell. Habt ihr noch eine Frage? Nein. Gebt ihr was zu essen? Mann, eine der Wache, merkst du, guckt so ein bisschen skeptisch. Die andere folgt dem Befehl sofort. Und holt etwas Brot und ein Stück Käse, das man ihr reicht. Und das verschlingt sie geradezu. Wieder aller Sitte oder irgendwelchen Gebräuchen schlingt sie das und reißt an dem Brot rum mit den Zähnen, sodass sie hauptsächlich schnell was im Magen bekommt. Hab Dank, Sir. Ich habe seit einer Woche nichts gegessen. Habe ich mir fast gedacht. Kommt die gleiche Ration wie alle hier. Nicht zu meinen Leuten.
Wenn du das sagst, kann mal Ludmilla in der Nähe der Kutsche einmal einen Wurf und William, wenn er möchte, und Molvin auch einen Wurf Wahrnehmung Aufmerksamkeit machen. Oder Wahrnehmung Empathie. Die Männer bei dir folgen dem Befehl ohne Probleme. Die anderen, die etwas weiter wegstehen vielleicht gerade oder die jetzt gerade auch die Verletzten wegtragen. Ja, 9. 11? Ja. Ja. 9, 11 passt soweit. Molvin, 15? Oder 14? Nee, 14. 14, reicht. Ihr bekommt so mit, dass vor allem so Koran, der in der Nähe der Kutsche halt steht, so vor sich hin knurrt, sie ein bisschen scharf beäugt und dann Answin auch einmal kurz anguckt, denkt sich, also man kann so merken, so, das finden nicht alle so geil. Nur weil dieses Mädel gerade versucht, Ritter zu spielen und einige der Männer auch verletzt worden sind oder fast getötet wurden, muss man doch jetzt hier nicht den Gefangenen so behandeln, als wäre er ein Gast. Halt ritterlich. Ja. Und nun legt sie in Fesseln und bindet sie hinten an den Wagen, damit wir endlich vorankommen. Sie wachen, gucken kurz, zwinkern so zweimal, nachdem du den Befehl gegeben hast. Sehr wohl, my Lord. Und sie wird an den Händen dann an der Kutsche hinten am Karren befestigt, sodass sie hinterherlaufen muss. Die Rüstung wurde ihr abgenommen und das alles zusammengelegt oder darf sie in der schweren Rüstung weiter marschieren? Nee, das sammeln wir mal ein. Ja. Dann, okay, dann andere Frage. Lasst ihr sie dann so, wie Gott sie schuf, da langrennen? Und die Götter sie hat ja garantiert noch Unterkleidung unter der Rüstung an. Eine Bruche und einen zerschlissenen Wappenrock. Der Gambeson ist eine Wattierung. Ohne Wattierung trägst du keine metallschwere Rüstung. Das ist richtig. Die Wattierung ist auch noch da. Trägt sie noch die Wattierung? Gut. Dann, soweit ihrer Metallrüstung entledigt, das dann auf dem Karren wahrscheinlich gelegt wird, macht ihr euch dann weiter auf den Weg? Oder, ich habe dich, glaube ich, unterbrochen. Entschuldigung, Answin. Nee, wir gehen dann weiter. Also, der Lord hat ja gesagt, wir wollen weiter. Gut. Den Schrecken überwunden, kommt ihr nun den Weg weiter entlang, findet noch die Stelle, wo scheinbar der Überfall geplant war, wo man einen Baumstamm auf die Straße gelegt hat, der aber links zu früh entdeckt wurde. Und einige der Männer sind etwas länger damit beschäftigt, diesen von der Straße zu entfernen. Einige Bauern, die irgendwann hinter euch aufschließen, ein kleiner Tross von Männern, die auf dem Weg nach King's Landing scheinbar sind, helfen euch dann auch. Und man sieht so, wie sie ausspucken, wenn sie dann von den Anliegen der Wache hören, dass diese Frau da hinten scheinbar die angeführt hat, verkleidet als Ritter. Es sind ungebildete Bauern. Was will man erwarten? Annie ist zum Beispiel aktuell mit Miller immer wieder so und guckt zu dir rüber. Hast du schon mal was von einer Ritterin gehört? Also das ist ja ganz seltsam. Ja, ich glaube, das geht in so einem Tuschelwettbewerb fast schon unter und vielleicht klingt auch ein bisschen für die Umstehenden ein bisschen viel zu viel Respekt aus unseren beiden Stimmen gegenüber der Dame. Ich weiß nicht, wie die anderen das so finden, aber wir sind auf jeden Fall total fasziniert. Das ist völlig normal, deswegen heißt das auch Ritter in Rüstung. Ah, somit hast du Anni gerade Schwachsinn beigebracht. Vor allen Dingen sind weibliche Ritter auch mehr so für Kämpfe in Häusern, weil das sind ja RitterInnen. Der Kopfschmerzen. Ich glaube, du meinst das gar nicht ernst. Anni guckt zum Meister Malwind. Stimmt das? Ich schüttel angedeutet den Kopf. Jedenfalls, wenn ich nur doofe Leute finde zum Heiraten, habe ich jetzt einen Plan B. Einen Bauernmob anführen? Genau, ich werde einfach Ritterin. So.
Das findet dein Vater bestimmt toll. Keine Ahnung, hat Brienne von Tarth schon einen Namen? Oder lernt man die erst in ein paar Jahren kennen? Brienne von Tarth wird man in ein paar Monaten höchstwahrscheinlich kennenlernen. Allerdings macht sie sich bereits einen Namen als Frau, die kämpft. Eine der wenigen, die es da geben soll. Allerdings bringt sie auch ein paar mehr körperliche Vorzüge mit, wie dass sie verdammt groß ist und recht scheinbar männlich gebaut. Ich merke mir das mal für den Abschluss einer der kommenden Unterrichtsstunden als motivierendes Bonbon zum Schluss da von ihr zu erzählen. Ja. Ludmilla, was hast du in Wissen? Was willst du? Nein, Moment, falsch, das ist der Charakter. Ach doch, nein, ich habe genauso viel der Soldat, also zwei. Wow, dann würfel doch mal. Hast du schon Bildung? Ist jetzt nicht mein Steckenpferd. Hallo. Ein unglaublicher 5. Cool, du weißt es nicht. Gut, geht die Geschichte weiter. Gut. Hinten dran, nun Elia der Kutsche befestigt, reist ihr weiter über die Straße nach King's Landing. Vorbei an Bauernhöfen und manchmal immer etwas größer werdenden Bauernschaften und kleinen Weilern. Kommt ihr auch auf dem Weg an der ein oder anderen Burg vorbei, die sich dort befindet, bei der ihr, wenn ihr es wünscht, my Lord, auch Nächtigen beten könnt. Oder ihr reist weiter. Der Wald gehört zu welcher Burg? Genau, das wollte ich nochmal eben nämlich nachgucken. Das gehört nämlich auch jemandem. Die Frage für den Lord bleibt allerdings, das lasse ich jetzt hier mal so offen stehen, wollt ihr nächtigen bei anderen? Ich würde vorschlagen, dass wir beim Eigentümer dieses Waldstückes die betagte Person dort abliefern, auf das er dann über sie Gericht halten kann. Dabei können wir dann auch dort nächtigen. Unsere Vorräte auffrischen und nicht im Zeltlager schlafen. Das wäre eine Option. Das muss dann der Lord entscheiden. Ja, das ist an den Lord gerichtet. Die Burg des Besitzers des Waldstücks liegt noch in Reiserichtung oder müssten wir dafür zurückreisen, um sie abzuliefern? Nein, liegt in Reiserichtung. Dieses kleine Stück gehört zur Burg Sauhorn. Dort herrscht. Einen Moment. Ist der Sitz des Hauses. Oh mein Gott, wie spricht man das aus? Schwein? Schwein? Haus Schwein. Mit Y. Wie Schwein mit Y. Da haben sie aber Schwein gehabt. Also, my Lord, wollen wir dort unsere Fracht abliefern? Das jetzt ja auch unsere Verpflegung nicht. Da er wohl der Nächste, der einer Gerichtsbarkeit am nächsten kommt, ist, würde ich fast vorschlagen, dass wir das tatsächlich tun und dabei die Gelegenheit nutzen, unsere Vorräte aufzustocken. Ja. Wir informieren darüber, dass noch irgendwelche Bauern aus der Weite, die jetzt vor uns geflohen sind, sich immer noch in seinem Wald herumtreiben. Genau. Wir geben ihm Beweismittel. Haus Schwein von Sauhorn ist ein Ritterhaus, ein einzelnes Turmhaus auf einer Anhöhe, umgeben von einem Palisadenzaun, als ihr euch dem nähert und sie dann dort abgeben möchtet. Sie sind Vasallen des Hauses Heufurt und Watt. Das ist das, was Sir Molvin wahrscheinlich noch hinzugeben kann, wenn ihr euch den Weg langsam weiterentwickelt und liegt an der Grenze mit den Flusslanden. Klingt auf jeden Fall nach einem großen, wichtigen Haus. Beide.
Aber die Flusslande sind jenseits der Grenze. Wir sind schon in den Königslanden hier, oder? Ja, ihr seid in den Kronlanden drin. Gut. Wenn ihr sie dort abgebt mit der klaren Bemerkung, dass sich wahrscheinlich noch marodierende Bauern innerhalb dieser Gegend befinden, wird euch Sir Schwain danken. Ein rundlicher Mann, der dem Wappen bzw. dem besagten Tier nicht unähnlich ist mit seinem Gesicht, aber doch eher wie an ein Wildschwein erinnert, scheinbar so starke Arme wie er hat. Und die Gerichtsbarkeit ist hier eindeutig. Sie wird sterben durch den Strang. Immerhin hat sie sich als Ritter ausgegeben, der sie nicht ist. Mir sind die Strafen wohl bewusst. Gut. Ihr übergebt Ilya dann an Sir Schwain und setzt eure Reise dann fort. Ja, deswegen hast du ja eigentlich auch die normale Portion bekommen, weil ich das als ihre Henkersmahlzeit betrachtet habe. Ah, bitteschön. Haus Schwain habt ihr auch im Laufe des Nachmittags ungefähr 2 Stunden später auch erreicht, also es ist nicht sehr weit weg. Die anderen akzeptieren das einfach so, Lord William. Ich habe damit überhaupt gar kein Problem, wenn sie für die. Ich weiß zwar immer noch nicht, ob sie wirklich nur so getan hat, als ob sie Ritter ist. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob es theoretisch die Möglichkeit gibt, dass sie tatsächlich Ritter sein könnte. Nein, das ist ein Männerberuf. Wie bitte? Nein, ist ein Männerberuf. Achso. Ein sexistischer Männerberuf. Ja gut, aber ansonsten habe ich damit auch kein Problem. Wenn das das Recht ist, dann ist das so. Und dann gibt es auf jeden Fall nochmal einen langen und ernsten Blick auf die beiden jungen Damen in der Kutsche, wenn wir wieder drin sind. Frei nach dem Motto, da seht ihr, wo es hinführt, wenn man Ritterin ist. Und sich nicht an die Regeln hält. Moment. Ich noch hinzu. Sir Schwain merkt, Entschuldigung, Ludmilla erst. Du zuerst. Sir Schwain würde merken, dass die scheinbar anwesenden Damen etwas genau beäugt werden, da sie scheinbar diesem Traum, ein Ritter zu werden, gerade hegen. Und er ist recht kurz und prompt, guckt sie aber kurz um. Machen wir das jetzt als mahnendes Beispiel für unsere Gäste. Nicht, dass sie noch auf dumme Gedanken kommen. Und ihr beide dürft dabei zusehen, wie diese junge Dame an der Palisadenmauer gehängt wird. An einem ausstrebenden Querbalken. Ein Bock drunter, Bock wegziehen, knack, und dann hängt sie da. Ich würde versuchen, tapfer zu sein und keine Miene zu verziehen, aber natürlich geht es mir sehr, sehr nah. Dann macht man einen Wurf auf Wille Hingabe gegen die 12. Damit da jetzt nichts kommt, weil Anni ist so. Die verwandelt sich gerade in Wasser. Richtzen. Du bist eiskalt, was es angeht. Auch wenn es dir nahe geht, das merkt niemand. Ich habe die Sturheit meiner Großmutter geerbt, was das angeht. Oder der Willen, sagen wir mal. Gut. Ihr macht euch dann, nachdem ihr noch eine Nacht dort verbleibt, auf Burg Sauhorn, was er ja wirklich eigentlich ein Bergfried, also ein Turmhaus ist, und könnt dann die letzte Etappe eurer Reise 5 Tage entfernt noch von King's Landing auf euch nehmen und erreicht dann auch nach diesen Tagen den Ort. Meister Malvin, denkt ihr noch ein wenig darüber nach, wer diese Ritterin vielleicht war? Wenn mir dazu noch was einfällt, wäre es mir recht. Ansonsten hatte ich mir vorgenommen, da wo ich andere Informationsquellen habe, nochmal drauf zurückzukommen. Du darfst nochmal über die Tage hinweg einen Wurf machen und irgendwann wird es dir vielleicht sogar einfallen, wenn du eine 15 auf Wissenbildung knackst. Weil ein direktes Buch über
die vielen Blumen der Weite gibt es nicht. Die Rüstung liegt übrigens noch bei uns im Karren. Die gebe ich nicht mit ihr ab, ne? Also, ja, ja. Das ist gut. Das ist guter Eisen, guter Stahl. Den behalten wir. Ja. Hattest du nochmal gewürfelt? Ja, bist gerade dabei. Das sollte, glaube ich, reichen. Ja, da gehe ich auch von aus. Die doofe Beschriftung hängt bei mir drüber, dass ich gar nicht alle Zahlen erkenne. Also ich sehe nicht, welches die zwei niedrigsten sind. Das ist eine 1 und eine 3 sind die niedrigsten und bist du bei einer 21. Okay, dann gut. Ansonsten links in dem Würfeltrace, da ist ja dann, wird ja die 25 und angezeigt. Wenn du da nochmal draufklickst, dann zeigt er dir das nochmal als separated trace. Ah, kannst cool. Du sie dir alle angucken. Gut zu wissen. Das wusste ich auch noch nicht. Habe ich auch gerade erst rausgefunden heute. Gut, aber du wolltest mir sagen, was mir jetzt mit dem Würfelergebnis durch den Kopf geht. Eisenhagel. Es gab einen Ritter, der sich Eisenhagel nannte. Und der auf einen... Hagel und der Nagel. Eisenhagel. Deswegen diese Nägel wahrscheinlich, die nach unten zeigen. Ein recht wüster Kämpfer, der sich dadurch einen Namen gemacht hat. Beim Tjost jemanden aus dem Sattel gehoben und dann im Zweikampf in einem Blutrausch erschlagen zu haben. Bei einem Turnier in den Westlanden. Feuerrotes Haar, recht auffallend groß. Vielleicht der Vater des Mädchens? Ja, das habe ich auch gerade überlegt. Die Familie ist wahrscheinlich zu klein. Ja, den Vater, den. Es ist kein Adelshaus. Es ist ein Heckenritter. Ja, Hecken. Es gibt keine Familiensitzung an irgendwas, wo wir es hinschicken könnten. Genau. Also können wir es verwerten oder verkaufen oder ähnliches. Wenn es keinen Familiensitz gibt und das Heckenritter sind, haben die denn dann überhaupt Gefolgschaft? Nein, außer sie haben vielleicht einen Knappen, ein anderes armes Kind, das dann ihnen dienen darf. Und das sie vielleicht irgendwann zum Ritter schaffen. Woher hat sie dann den Haufen Bauern? Sie hat sich scheinbar in irgendeiner Weise bei diesen Bauern einen Namen gemacht und die folgt ihr dann. Wen kann man wohl manipulieren? Die Dummen und Ungebildeten. Diese Frau war vielleicht nicht so ganz dumm und ungebildet, aber sie hatte einen schlechten Tag. Einen verdammt schlechten. Sie hat dem falschen Mann begegnet. Und sie hat ihn alt genannt. Gut. Gibt es irgendetwas Bestimmtes, was ihr noch machen wollt, bevor wir King's Landing erreichen? Also zu der Sache mit der jungen Dame mache ich mir noch mal ein paar Notizen und versuche, wird wahrscheinlich irgendwann mal versuchen, irgendeinem Meister, den ich in der Gegend zuordnen kann, eine Benachrichtigung zu schreiben, was mit ihr passiert ist, falls ihr jemanden kennt, den das noch interessieren könnte. Okay. Eltern, Geschwister, Kinder. Gut. Ihr erreicht dann nach eurer Reise, wenn die anderen werden natürlich, der Alltag kommt, ne? Wieder dazu. Ihr übt, lernt, sprecht euch ab, reist und kommt 5 Tage später in King's Landing an. Die große, von roten Ziegeln gebaute Mauer grenzt das Innenleben der Stadt von den Bauernschaften des Landes ab. Und für Ludmilla, das müsste dein erster Besuch sein. Es ist wahrscheinlich ein gewisser Form Augenöffner. Häng mit plattgedrückter Nase an der Scheibe. Während ihr aus der Kutsche herausschaut, seht ihr
große Märkte, an denen ihr vorbeikommt, Statuetten von Rittern, wunderschöne aus Sandstein und mit Ziegeln gedeckte Häuser auf breiten, aus Stein gearbeiteten Straßen, Männer, Frauen, Kinder, alle Altersgruppen vertreten in verschiedenster Tracht, mal in adliger Gewandung, umgeben von Wachen, mal einfache Kaufleute, Händler und Tagelöhner. Die Stadt quillt über vor Leben. Wohin ist der erste, der, oder wohin würdet ihr euch als erstes auf den Weg hinmachen gerade? Wenn ihr King's Landing erreicht. Ich würde vorschlagen, zu einer Unterkunft. Mhm. Ja, wir werden ja irgendwo jetzt etwas anmieten müssen, wo wir für mehrere Tage, Wochen, oder wie lange wir uns hier eigentlich aufhalten wollen, meine Lordschaft, denn unterkommen. Das wird ja nicht zwangsläufig ein Hotel sein oder so. Ja, das heißt, wir werden uns ja wahrscheinlich dann irgendwo doch mal ein Haus mieten müssen, weil Hotels ja nur sozusagen eine temporäre Unterbringung sind. Genau. Weil ansonsten wird das verdammt teuer für die Anzahl der Personen, die wir hier sind. Haben wir von meinem Vater irgendwas mitbekommen? Irgendwie, wenn ihr da seid, dann geht zu dem oder wendet euch an das Gasthaus zuerst oder sonst irgendwas? Oder hat er dazu gar nichts gesagt oder angegeben? Er hat ganz klar dir gesagt, dass... ihr kommt durch das Old Gate, das hier oben, das alte Tor. Zur linken könnt ihr den Hügel sehen, mit wo die Drachenkuppe drauf ist. Zur rechten seht ihr die Septe auf dem Hügel und ganz am Ende in der Bucht seht ihr den roten Bergfried. Was dein Vater zu dir gesagt hat, kümmert euch darum, relativ schnell eine Audienz beim König zu bekommen, damit das schnell geklärt wird. Eine Unterkunft, verlasse dich auf dein Bauchgefühl. Ich schätze dich als meinen Sohn so ein, dass du das kannst. Also ich würde ja auch mal in der Nähe vom Roten Bergfried schauen, weil ich glaube, diplomatische Gäste vielleicht dort auch ganz andere Möglichkeiten haben und vielleicht dort auch was vorgehalten wird für diplomatischen Besuch. Es wird ja nicht so selten vorkommen. Wenn ich etwas des Königs. Wenn ich mich mit etwas gut auskenne, dann sind es doch auf jeden Fall Gasthäuser und Tavernen und dementsprechend verlasse ich mich da tatsächlich mal auf mein Bauchgefühl mit solchen Überlegungen wie in der Nähe des Roten Bergfried gibt es wahrscheinlich für uns Besseres zu holen als irgendwie direkt am Stadttor und so weiter. Wir und fragen so doch einfach am Stadttor die Wache. Wo ist denn das die Gastquartiere für die zur Krone wollen? Ja. Wenn also du willst das so machen, William, hörst dann diese Frage von Answin wahrscheinlich aus der Seite. Ist das okay? Ja, habe ich auch kein Problem damit. Und die Goldröcke schauen kurz, sehen, dass ihr in Farben bzw. Wappen gekleidet seid. Milords, beim Bergfried gibt es so manches Gasthaus, das dafür bekannt ist, dort auch die edleren Gäste zu bewirten. Lordschaft, das Suchgebiet sollten wir vielleicht auf den Bergfried eingrenzen. Ich sehe, wir denken in die gleiche Richtung. Ihr durchwandert und durchreist die Straße, die vor allem sich innerhalb der nächsten Minuten für unsere etwas jüngeren Gäste als etwas zeigt, was man nicht erwartet hat, vielleicht ein stinkender Pfuhl. Es riecht überall nach Fäkalien. Es ist unangenehm. Vor allem unterhalb der Hügel, überall. Ich halte mir die Nase zu oder bind mir so ein Tuch vor die Nase oder so. Auch Andi sitzt so neben dir, hält sich mit den Daumen und Zeigefinger so die Nase. Es ist furchtbar. Boah. Niemand hat gemerkt, dass das hier so stinkt. Ich schließe zur Kutze auf und schmeiße ihnen so einen Nelkenbeutel als Geruchsdämpfer, wie man sich so ein bisschen unter die Nase halten kann, um den Geruch zu ertragen, zu. Ich probiere das mal aus, verziehe dann noch mehr das Gesicht, denke mir, boah, das riecht noch schlimmer. Das kommt davon, wenn man während der Reise die ganze Zeit nur Zwiebeln und Bohnen zu sich nimmt. Hm.
Irgendwann auf halbem Weg, Sans, wenn ihr reitet. Achso, Marvin, ja? In der Meistertasche müsste sowas sein, was für Atemwegsprobleme ist. Das enthält in der Regel ätherische Öle. Da reiche ich denen mal ein Fläschchen durch das Fenster und sage, macht ein paar Tropfen auf eure Masken da. Ihr kriegt alles. Nelkenkissen, das, Öle, jede Möglichkeit, um diesen Gestank loszuwerden. Ja. Zumindest die Kutsche riecht danach besonders gut. Man hört nur ein Kaplong. Oh, verdammt, es ist ausgelaufen. Ohne Jux, im OP macht man das wirklich, wenn irgendwelche stinkenden Abszesse gespalten werden. Das hilft. Das glaube ich sogar. Gut. Ja, gut. Aber auch wieder nett zu wissen, danke. Das wird wahrscheinlich Meister Marvin öfter machen, auch wenn er irgendwelche unangenehmen Behandlungen durchführen muss. So, Nelke in Orange reingesteckt ist auch eine wunderbare, höfische, geruchsbedeckende Variante. Komisch, das mache ich immer zu Weihnachten, dann lege ich sie auf die Heizung, dann riecht es überall nach Nelke und Orangen im Haus. Siehst du? Und den gleichen Effekt hast du, wenn du sie theoretisch dann in der Kutsche oder mit dir herumschleppst. Cool. Deswegen okay. Das Nelkenkissen. Wie kriegst du raus, wenn du die Nelke und das die Orange da einfach bis zum Frühjahr oder bis Ostern liegen lässt? Dann irgendwann hat sie es dann über. Ja, das geht zwar relativ lange, aufgrund der Schale der Orange schimmelt es nicht ganz so schnell weg. William? Ja? Können wir auf den Markt gehen? Später. Der Markt ist toll. Später. Wir sollten erstmal ankommen. Während Answin noch das zweite Mal später sagt, kommt ja an so einem Jongleur vorbei und einem Feuerspucker. Später! Und jetzt geht weiter. Und schiebt von hinten noch so an. Auf dem halben Weg irgendwann, die Straßen, umso näher ihr den Bergfried kommt, werden die Präsenz der Wachen wird größer. Und die Straßen vom Gesinde weniger. Man kann sich leichter vorwärts bewegen. Die Kutschen kommen gut voran. Und irgendwann steht eine einzelne Person nahe einer Straßenkreuzung, begleitet von 4 Goldröcken und wartet dort scheinbar. Und Sir Answin, ihr merkt, dass sie dich und auch die Gesandtschaft sehr genau beobachtet und scheinbar nur darauf wartet, dass ihr näher kommt. Ja, dann bremsen sich doch mal runter und gebe unserer Lordschaft die Chance, mich zu überholen. Ja, dann überhole ich mal begeistert auf meinem Reit hier. Voran kommt ein Mann dir entgegen. Kurzes braunes Haar, ein leichter Oberlippenbart, ein kleiner Vogel aus Silber auf der Brust in einem wunderschön gearbeiteten Oberteil mit einem so Übergang in so ein Robe ähnlich fast schon. Ah, Milord Rauger, nicht wahr? Völlig richtig. Ich sehe, ihr seid sehr gut informiert. Du darfst gerne mal einen Wurf auf Bild, Wissen und Bildung machen, um zu wissen, um wen es sich dabei handeln könnte. Als Spieler habe ich eine Vermutung, als unglaublich gebildeter Sohn eines Lords. Unglaublich gebildet, genau. Niemand kann glauben, dass er gebildet ist. Wissen, ne? Mhm. Ja, das wird spannend. Ja. Ich komme auf 6. irgendein Händler. Vielleicht. Aber nein, du weißt nicht, wer es ist. Das ist der Lord Vogel, oder? Ich würde gerade sagen, ich hätte ihn so gern mit Lord Vogel angesprochen, aber gut. Wenn du möchtest, kannst du das tun. Das Einzige, was an ihm ein Wappen ist, ist dieser kleine Vogel auf seinem Revier. Es gibt doch einfach die einfache Variante der Gegenfrage. Mit wem habe ich denn die Ehre? Ja. Wie er es möchte, William.
kommen ja schließlich vom Land. Man kann nicht erwarten, dass wir jeden Vogel hier in der Stadt kennen. Auch wahr. Gut. Und mit wem habe ich das Vergnügen? Baelish. Peter Baelish. Ich bin die Münze des Königs, wenn euch das etwas sagt. Die Münze des Königs sagt mir auf jeden Fall etwas. Wie komme ich zu der Ehre, dass ihr meine Ankunft und mein Haus so gut kennt? Lord Rauger, es ist eine der wichtigsten Dinge, wenn man in King's Landing ist, zu wissen, wer sich in King's Landing befindet. Und ich unterhalte einen recht guten Bekannten von mir mit eurem Haus. Ein ehemaliger Freund von mir, der viele Jahre auch für mich gearbeitet hat und sich irgendwann sagte, er möchte doch wieder in seine Heimat zurück. Oh. Der war in der Kutsche. Was hat er gesagt? Er ist die Mütze des Königs? Wer mag diese alte Bekannte und Weggefährte von euch nur sein? Nun, er schaut etwas durch die Reihen. Scheinbar ist er nicht so, wie ich das sehe, gerade bei euch. Aber das macht auch nichts. Er lächelt. Ihr seid höchstwahrscheinlich hier, um beim König etwas vorzusprechen, nicht wahr? Das ist richtig. Entweder das... Habt ihr etwa etwas über die Ereignisse in den Flusslanden gehört? Ich hörte unschöne Dinge über eine Schlacht, über die Ernennung eines Mannes zum Ritter. Das müsstet ihr sein. Und schauend Answin an. Wohl wahr, ja. Und das, woran ich mich immer noch nicht gewöhnt habe. Und über leider, und er verneigt sich dabei, einen Verlust oder Verluste eures Hauses. Sowohl eure geliebte Urgroßmutter, als auch euren Bruder, nicht wahr? Meine werte Urgroßmutter ist schon vor sehr langer Zeit gegangen, aber ihr meint wahrscheinlich meine Großmutter. Großmutter, ja. Verzeiht, also auch da kann ich mich auch mal täuschen. Und legt beschönigend und sich entschuldigend die Hand auf die Brust. Eure Großmutter. Lady Astris. Aber der Name ist doch wohl richtig. Das ist völlig korrekt. Allerdings haben wir auch noch weitere Verluste. Ein langjähriger treuer Diener unseres Hauses verstarb ebenfalls bei den Angriffen. Ein langjähriger Diener eures Hauses? Hannes? Und schaut dich entsetzt an. Ich fürchte, ich muss euch auch diese feste Nachricht überbringen, ja. Das ergibt Sinn, warum mein alter Freund nicht bei euch ist. Grausiges Schicksal. Es ist schlimm, wen der Fremde zu sich holt. Aber seht in mir einen Freund, Lord Rauger. Ein Freund, der für seinen alten ehemaligen Gefährten nur Gutes in Absicht hat. Ihr seid wahrscheinlich auf der Suche nach einer Unterkunft. Genau, und einen Freund können wir in dieser fremden Stadt auf jeden Fall gut gebrauchen. Deswegen habt Dank dafür, wie ihr uns willkommen heißt und das Angebot, uns zu helfen. Natürlich. Ich werde Freunden oder den alten Herren meines guten Freundes so gut helfen, wie ich kann. Ich stehe euch mit Rat, Tat und allem, was ich besitze, zur Seite, wenn ihr es wünscht. Ein Gasthaus wäre vielleicht etwas angenehmeres, wo man sich noch unterhalten könnte. Folgt meinen Wachen, er holt einen heran, bringt sie zu dir in der Nähe des Bergfriedes zum Haupteingang. Jawohl, Lord Baelish. Eine kleine, unscheinbare Gaststätte, aber groß genug für euren gesamten Tross. Und meines Wissens nach gehen die meisten der Adligen dort auch abends abseits des Bergfriedes mal hin, um sich zu erfreuen. Ist diese Unterkunft auch standesgemäß, wenn man minderjährige Adlige
bei sich hat. Ich deute auf die Kutsche, wo wahrscheinlich inzwischen zwei sehr neugierige Köpfe rausgucken. Aber durchaus. Ich bin davon ausgegangen, dass ihr noch etwas jüngere Gesellschaft bei euch habt und ich werde euch nicht in ein Hurenhaus führen. Aber solltet ihr eins suchen, ich bin zufällig im Besitz eines solches. Und lacht dann dabei. Ich sehe, ihr seid ein Mann mit einem hervorragenden Geschäftssinn. Ja, nicht wahr? Meine zwei Wachen werden euch zu dem Gasthaus führen. Und da ihr schon erwähnt habt, dass ihr beim König vorsprechen wollt, ich werde ein gutes Wort beim Rat für euch einlegen, dass dieses Treffen schnell stattfinden wird. Ich danke euch für eure Unterstützung und eure Freundlichkeit. Ich weiß, wo ich euch finden werde. Dementsprechend. Ich muss noch anderen Geschäftigkeiten nachgehen und hatte zufällig mitbekommen, dass ihr schon in der Stadt seid. Ich wusste aber, dass ihr auf dem Weg seid. Und würde mich dementsprechend jetzt empfehlen. Er verneigt sich noch einmal. Ich hoffe, wir werden die Tage uns noch einmal wiedersehen, Lord Rauga. Ich denke, wir haben doch einiges vielleicht zu besprechen und könnten uns vielleicht gegenseitig helfen bei einigen Dingen. Es freut mich auch sehr. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen, ja. Er verneigt sich noch einmal gegenüber der versammelten Mannschaft und in Begleitung zweier Goldröcke macht er sich dann wieder auf und verschwindet in der Seitenstraße. Die anderen beiden bleiben kurz vor euch stehen. Milords, folgt uns bitte. Und führen euch dann zu einem Gasthaus. Dann folgen wir doch mal brav und gehorsam wie die Lämmer. Das Gasthaus, das ihr betretet, heißt das Goldene Drachenhorn und besagt es scheinbares wirkliches Stück Drachenhorn kann man oberhalb der Tür am dem Eingangsbereich sehen, das mit einer gelben Farbe bestrichen ist. Wenn es jemals ein echtes Horn war von einem Drachen, zumindest sieht es danach aus. Das Innere wohl gereinigt, nicht zu stickig, ein guter Platz, wo man erst einmal zur Ruhe kommen kann. Das sieht vortrefflich aus. Wir sollten uns bei unseren Führern erkenntlich zeigen, wende ich mich an Sven. Ah, das Zeichen, und dann stecht die sie ab, oder? Molvin hat die Kasse, nicht ich. Ja. Und deute auf Molvin. Antwort. Meister Molvin, ihr zeigt euch erkenntlich. Es kommt jetzt so ein warmer Händedruck. Ich glaube, du bist wieder gemutet. Mhm. Die Technik. Ja, Entschuldigung, ich war vor kurzem genötigt, Krach zu machen und habe vergessen, die Stummschaltung aufzuheben. Ich war jetzt nicht davon ausgegangen, dass von mir erwartet wird, dass ich die gesamte Reisekasse physisch mit mir rumtrage. Ich denke, die wäre bei Bewaffneten viel sicherer aufgehoben. Verwaltest aber die Kasse. Gebe da nichts raus, ohne dass... Ne? Also, die mag zwar durch uns beschützt werden, aber ich gebe da nichts raus. Mhm. Ja, alles gut. Man muss es auch nicht so minutiös klein halten. Also, ihr gebt denen ein paar Kupferstücke oder ein Silberstück als Belohnung oder als Dank. Oder ein Bier aus. Genau. Ist damit. Ruf Ludmilla, wie wär's mit Bier? Weil sie oft auch alles abgreifen können. Ich gebe den Wachen quasi den Gegenwert von zwei Krügen Bier. Mal sicherheitshalber zwei Krüge für den Fall, dass das hier viel teurer ist als unterwegs. Die Preise hier sind etwas gesalzener, das merkt man. Dafür ist die Qualität besagten Essens und Trinkens, werdet ihr in den nächsten Tagen feststellen, weitaus höher, gehaltvoller. Und hier kriegt man auch etwas exquisitere und seltenere Waren. Die Männer bedanken sich und solltet ihr in irgendeiner Weise irgendetwas melden oder Probleme haben, verweisen dann auf die Straßenkreuzungen, wo immer mindestens 3 bis 4 Goldröcke bereitstehen, um eingreifen zu können. Die Stadt und vor allem der König sieht es nicht gerne, wenn die eigenen Hauswachen
vor den Goldröcken handeln. Nur so als Hinweis. Ja. Ja, also er sieht schon gerne, wenn die eigenen Sicherheitsleute das schaffen. Ja, ist ja alles in Ordnung. Ich freue mich, meine Soldaten werden sich über ihre Freizeit freuen. Mhm. Das werden sie auch nutzen. Gut, ihr seid in King's Landing angekommen. Das war, Gasthaus wird von euch bezogen, wo ihr auch länger bleiben könnt. Kriegt große, ausstaffierte, für euren Stand angemessene Zimmer. Und würde an dieser Stelle sagen, dass wir cutten und hören, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Bis dahin, euch allen zuhören. Oh, natürlich, Marvin, eine Sache noch. Ich habe noch eine Kleinigkeit hier bei Ankunft, beim Beziehen der Zimmer werde ich bei den jungen Damen vorbeischauen. Hat Ludmilla noch das Stilett am Gürtel? Ja. Hm, wahrscheinlich, ja. Dann reicht Molvin Ludmilla eine zweite zu diesem Stilett passende Scheide. Die kurze Riemen dran hat und Ludmilla, du wirst hier in der Stadt in besserer Gesellschaft mit dem Stilett am Gürtel anecken. Das Ding ist dafür geeignet, dass du es am Bein unter dem Kleid trägst, da fällt es nicht auf. Wenn du das Stilett dabei haben möchtest, dann in besserer Gesellschaft lieber hiermit. Es ist etwas umständlicher im Gefahrenfall ranzukommen, aber man hat es dann wenigstens da, wo andere nicht erwarten, dass man sowas dabei hat, dabei. Hab Dank, Meister Moll, wenn Sie umsichtig hören euch. So, noch jemand? Nein? Gut, dann wünschen wir unseren Zuhörern natürlich bis zum nächsten Mal viel Spaß und bis dann. Tschüss! Ciao. Ja.